Meine lieben Geisterjäger, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Verfolge den Marshmallow-Mann, während du das Ecto 1 durch die verwüsteten Straßen von Manhattan eskortierst. Finde heraus, warum sich der Marshmallow-Mann erneut manifestiert hat. Eliminiere alle Pipsis. Guten Tag, neue Folge. Ich habe jetzt hier neu gestartet. Wir müssen uns jetzt nochmal ganz kurz hier umschauen. Wir waren ja bei dem Theater in Tinburg und jetzt kommt nochmal diese große... Sängerin! Ich muss ganz kurz ein bisschen lauter machen hier bei mir. Okay. Ja, das wollte ich euch mal kurz zeigen, weil ich nicht genau weiß, wie das im alten... Wie eine Opernsängerin, und zwar eine richtig dicke. Peter, kümmere dich doch mal um sie. Was soll das heißen? Dass ich dicke Frauen mag? Ich gehe ein einziges Mal mit einem jungen Mädchen aus. Bei einem Blind Date. Und ihr Typen fangt immer wieder davon an. Ja, ne? Dicke Frauen, und das ist... Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich! Oh, was war das? War das... Hallo? Oh, das sind die Dinger wieder. Moment. Ergreif ihn und erledige ihn! Moment. So, das war der erste. Das war der zweite. Oh, das war noch einer. Da ist noch einer. Oh, Moment, habe ich nicht gekriegt. Da. Hallo. Das sind so ganz noch viele. Moment. Wir entlüften kurz, Tim. So. Okay. Moment. Okay, ich glaube, wir sind jetzt erstmal alle weg. Wo liegt einer? Wo liegt einer? Na, wo kann ich helfen? Moment. Oh, wir dürfen nicht in diesen verkackten Schleim laufen. Dann ist echt vorbei. Wieso sind wir denn schon so angeschlagen? Oh, danke, Ray. Peter. Entschuldigung, Peter und. Oh, genau in die Fresse. Dr. Beckmann, das tut mir leid. Wo mir Ärger. Okay. Okay, ich muss entlüften. Ich merke das mal. Au. Jetzt hier kein Au. Das war bis Pittsburgh zu spielen. Ja, das wollte ich. Will ich hoffen, komm hier rein. Das muss es. Ja. Komm, Peter. Okay. Deckung suchen. Wieso bin ich denn schon so abgefuckt? Oh, nicht in den Schleim, der Schleim ist voll scheiße. Mach das nochmal! Oh, der hat mich voll beworfen, die dumme Sau! So, wo ist das Ecto? Hier ist das Ecto. So, bitte sehr. Das brennt! Ja, das brennt. Das geht schnell vorbei, ne? Okay, Moment. So, ja, pass mal auf, Freunde. Ne? Aufwertung kaufen ist voll wichtig. Ist echt total wichtig. Sag mal ganz kurz, Sprengfallfugger haben im Besitz, da steht's. 10.000 Rückschlag, wir haben 10.000 Rückschlagminderung. Boston Superpfeilaufladung, ja, können wir uns aktuell noch nicht leisten. Aber was macht die denn? Hebt Bewegungseinschränkung auf, mit rechte Taste feuern. Komm, kaufen wir, müssen eh alles kaufen, Freunde. Ganz sicher Erhöhung der Anzahl und so weiter. Müsst ihr mal lesen, wenn ihr möchtet. Ich scrolle mal ganz kurz durch, ne? Rechte Taste, okay. So, okay. Über mir kann ich jetzt nicht gucken aktuell. Ich bin ja was am Bekämpfen, Freunde, ne? Irgendwer? Wo? Oh, da muss man echt aufpassen, weil wenn die alle weg sind... Ey, du hast mich schon wieder angequallert, du dumme Sau! Ah, okay. Bei diesem verkackten... Ich seh nix, Freunde, hallo. Okay, wir haben der Menschheit einen Gefallen getan. Wirklich? Hindenburg ist eine furchtbare Show. Aber ich finde das geil, ich finde das Theater, das sieht so super aus, finde ich. Times Square, posturbane Erneuerung, alles glänzend und sauber. Ich liebe es. Sag mal, ist der das? Er ist schwer zu übersehen. Wie dicht müssen wir ran, damit die große Falle ihn erwischt? Sehr viel näher als das. Was hat er jetzt wieder vor? Er sucht etwas. Sucht er nach etwas oder nach jemandem? Der sucht nicht uns, nein, also uns sowieso nicht, ne, weil, ne, wir sind ja keine, noch so, wir sind ja noch nicht so lange dabei, das heißt, ne, wir sind Azubis, ne, und uns sucht er bestimmt nicht. Aber... Wie Sie hinter mir sehen, herrscht absolutes Chaos auf den Straßen. Die Behörden unternehmen alles, um eine Panik zu verhindern. Hier draußen regiert der reine Wahnsinn. Der allseits beliebte Marshmallow-Mann, Star der beliebten Kinderfernsehsendung, läuft Amok. Das ist nicht der Marshmallow-Mann, den wir alle lieben.
Glücklicherweise sind die Geisterjäger hier, um die Normalität wiederherzustellen. Er ist beschädigt. Ich muss ihn reparieren, sonst haben wir keine Chance. Wir müssen von hier nach dort und sicherstellen, dass der große Typ nicht bekommt, wonach er sucht. Gute Strategie, aber gefährlich. Da ist viel offenes Gebiet zu überqueren. Alles klar, Kumpel. Jetzt heißt es du und ich. Ab über den Times Square und in das Gebäude, das den Marshmallow-Mann so interessiert. Ihr Jungs haltet ihn uns vom Leib, wenn ihr euch das zutraut. Er weiß, dass du da bist, Ray. Es scheint ihm nicht zu gefallen. Ja, er hat uns entdeckt. Los, weiter. Okay, Marshmallow-Mann. Guter Marshmallow-Mann. Halt dich von den Füßen fern. Er stampft dich sonst platt. Ja, ich bin ganz frisch dabei. Mich kennst du noch gar nicht, Marshmallow-Mann. Das ist... Der Boson-Pfeil hat es ihm echt besorgt. Mal sehen, ob er einen Nachschlag will. Nachschlag, kapiert? Ja, kapiert. Der war echt gut. Oh, ich glaube, ich bin... Da kommt er! Ausweichmanöver! Bleib dicht bei mir und so weit weg von ihm, wie du kannst. Okay. Wo seid ihr? Freunde, wo seid ihr? Da kommen die Füße. Oh Gott. Oh nein, bitte nicht vom Marshmallow-Mann zertreten. Da sind wieder ganz viele kleine Marshmallows. Aha. Oh. Willst du Kaffee? Freunde, nein, kein Kaffee. Ich muss jetzt erstmal... Okay, das war ein Marshmallow, das war noch ein Marshmallow, ganz viele Marshmallows. Der wird geröstet, der Marshmallows, Freunde. Ey, Kollege, pass mal auf. Ich komme hier nicht weg. Moment. Okay. Mach ihn mit deinen Bosonenpfeilen weich! Ja, ich Bosonenpfeile schon, aber das Ding muss man halt so schnell danach entlüften, das ist das Problem. Okay, genau in die Allerwerteste. Bleib in Bewegung! Moment. Ich bleib. Wir können hier nicht Logi irgendwo nach rein. Hier drüben! Okay, da geht's weiter. Ne? Ray, wir laufen mal ein bisschen hier. Wir können sogar Reifen verschieben. Alter, hier kriegst du noch einen zum Abschied, weil es so schön war, ne? Ich muss sofort wieder entlüften. Mach ihn mit deinen Bosonenpfeilen weich! Der schmeißt aber komische Sachen nach mir, das ist die Punkt. Oh, bitte so, noch einen. Ja. Und Bosonenpfeile! Ja, ich Bosonenpfeile ja schon hier da, das ist. Aber ich muss sofort wieder entlüften, so, dann mal. Aha. Oh, den habe ich ja nicht geschossen, nicht getroffen, Scheiße. Mann, der ist echt sauer. Ray! Jetzt rein, Hals und Türbruch! Okay, ich glaube, er kommt und er ist sauer. Er ist verdammt sauer. Oh, Mission fehlgeschlagen. Okay. Deswegen, meine lieben Leute, habe ich das auf leicht eingestellt, weil... Ne, das... Man muss... Oh, diese verkackten Viecher. Okay, wo bist du? Ich komme hier nicht durch, Ray. Da kommt er! Ausweichmanöver! Da geht's rein! Hals und Türbruch! Hals und Türbruch. Bleib dicht bei mir und so weit weg von ihm, wie du kannst. Okay. So, wo ist der jetzt reingelaufen? Ich glaube, der ist hier reingelaufen. Moment. Oh, da kommt ein LKW geflogen! Alles okay, Geisterjäger. Nur ein Klasse 5 Gedankenformdurchriss. Ja. Die Profis sind vor Ort. Ja. Begeben Sie sich ruhig zum Ausgang. Keine plötzlichen Bewegungen. Was zur... Oh, Moment, keine plötzlichen Bewegungen. Diese ganzen Marsch-Slimers, das ist... Okay. Entlüften, das ist noch einer, das ist noch einer. Ja, ich bewege mich. Oh, er hat in den unteren Stockwerken nicht gefunden, was er sucht. Na los, wir müssen in die oberen Stockwerke. Ja, aber, Moment, das sieht schön aus, den tut's ja schon vorne, müssen wir ja mal sagen. Entlüften, blau, Moment, blau heißt Artefakt. Und das müssen wir haben, Freunde. Denn... Nein, ich will da nicht. Nein. Ich habe das Artefakt verpasst. Scheiße. Na Jungs, wollt ihr raus? Alles voll. Aufwärts. Er hat einen fahren lassen. Nehmen Sie den nächsten. Ruhig, Sir. Wir haben ständig mit üblen Nebeln zu tun. Sie sagten, bleiben wir zum Essen da. Warum das Gebäude verlassen? Alles schön relaxed, haben Sie gesagt. Sie sind gefeuert.
Sie haben recht. Ich wusste insgeheim, dass wir in Gefahr sind und dachte mir, hey, ich sorge dafür, dass Mark mit mir im Fahrstuhl festsitzt. Ja, ja. Entschuldigung. Das war auch damals im Fahrstuhl so geil, ne? Im ersten Teil, wo die Geisterjäger ankommen und der alte Mann da steht. Was stellen Sie denn bitte schön da? Bleib bei mir, Hoss. Ja, ja. Sind Sie sowas wie Kammerjäger? Ja, ja. Jemand hat eine Kakerlake gemeldet. Und der Opa so, muss ja eine verdammt große, mächtige Kakerlake gewesen sein. Und ich glaube, Ray was dann würde in den Kopf abbeißen, Mann. Nee, ich glaube, das war Peter. Geisterjäger eilen zur Rettung. Was schiebt der? Ich hab ihn. Freunde, ganz ruhig hier. Könnte Ärger bedeuten. Ja, 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 das sehe ich. Wir können hier reinschieben. Ja. Okay. Ich habe da echt das Artefakt verpasst, verdammte Kacke, ey. Das ist scheiße. Ganz schön gruselig, was? Interagieren. Wir trinken erstmal. Erstmal ein Stückchen trinken. Trinken ist immer wichtig. Mach ich, glaube ich, auch mal. Ist auch Freunde. Ja. Lecker Wasser aus New York. So. Okay. So, interagieren haben wir jetzt gemacht. Willst du da rein, Ray? Nein. Ich gehe mal hier lang. Hier sieht es so ein bisschen schön aus. Intergehen. Wir haben Intergit. Was ist das? Pinker E-Mailer verwenden. Oh, guck mal, ein schöner Bonsai. Wow. Okay, wir müssen. Nur wenn es blau ist. Wir müssen natürlich auch scannen, die ganzen Scheißgeister. Ne? Ey, Ray, sie stehen da ein bisschen im Weg rum. Ich glaube, hier ist die Action. Was ist das? Interagieren. Oh, das ist aber komisch. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte... Habt ihr Schiss, Freunde? Braucht ihr nicht. Ich bin bei euch. Rot war, glaube ich, Geister, ne? Oh, oh. Keine plötzlichen Bewegungen. Okay. Okay, irgendwie ist es plötzlich so still geworden. Was, Ray, war schwupps einfach da? Ray, ich hab ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Ray! Oh, da, Moment. Blau ist ein Artefakt. Blau ist ein Artefakt. Dein PKE-Meter schlägt Alarm. Ja, ja. Oh, geil. Wir haben es gekriegt. Wir haben es auf jeden Fall gekriegt. Gut. Das war ich nicht. Ihr habt gesehen, ich war das nicht. Ray, wo bist du? Ray! Oh. Spür sie mit deinem PKE-Meter auf, Kadett. Okay, mach ich. Du hinter mir, Ray, das ist mein Schatten. Das, Ray. Schönes Modell. Im Klartext, auf die solltest du unbedingt reagieren. Auf was sollte ich reagieren? Was war das? Da war doch was. Scheiße! Sie sind voll in der Lüftung! Nein, die haben mich voll geschleimt! Scheiße! Ey, Freunde, ja! Ich mach euch platt, ihr Gesinde! Ey, Alter, schießt nicht auf mich, oder? Oh, gut, danke! Ja! Die spucken doch auch Feuer! Die spucken nicht nur Schleim, die spucken auch Feuer! Oh, da ist noch einer. Komm. Ja, die sind schlau und schnell vor allem. Die sind schnell. Ich muss entlüften. Ja, Alter, lass mich doch mal entlüften hier. Ich muss entlüften. Kollege, verstehst du die Technik nicht hier? Da kommt noch einer. Ist hier noch einer? Oh, da noch einer, ganz viele. Ja, und entlüften. Alter, ihr rotzt mir kein Feuer in die Fresse. Das wollte ich alle nur passen. Marshmallow-Mann generiert diese Biester-Tonnenweise. Wo ist er? Alter, wo ist er? Oh, fuck.
Ich kann ihn nicht hätten. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er, da ist er. Okay, schnell wieder, Billy. Okay, wenn der weg ist und ich sterbe, ne? Jetzt müssen wir kurz, dann ist nämlich alles vorbei, Freunde. Dann ist ja Holland in Not. Ah! Genau. Freunde, ich glaube, ich bin zu alt für den Scheiß. Mann, ein echtes Trümmerfeld. Ja, das kann man so sagen. Auf jeden Fall. Das ist, Puh, Ray, das war aber in letzter Sekunde. Wenn ich dich genau gesehen hätte, dann wären wir ganz schön scheiße dran gewesen. Hier, verkackter Ventilator. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht, aber mir ist hier zu kalt. Ich mach ihn immer kaputt. Das ist geil, wenn ich alles kaputt ballern kann. Finde ich gut. Komm, wir müssen die Fenster kaputt schießen. Fenster. Ist das die Metropolitan Oper? Ich weiß es nicht. So, gut, dann gehen wir da mal rein. Interagieren. Was war das? Ray, sollen wir interagieren? Okay, wir interagieren, Freunde. Wir interagieren allerdings erst in der nächsten Folge. Ich sage es erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch an, was wir hier hinterlassen haben. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, denn wir müssen den allzeit beliebten Marshmallow-Mann irgendwie jagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin total aufgeregt. Ray, wir machen das in der nächsten Folge. Ciao, euer Spiegelgeisterjäger 45.